Unglaublich! Come on, bring him on! Hallo! Hi! Jetzt haben wir dich wieder eingeladen. Ich bin der Boa, afrodeutscher YouTuber. Mein Name ist Khaled Bonua von Rebel Comedy. Du hast natürlich wieder keine Ahnung, was wir hier vorhaben. Absolut nicht. Ich habe Geschwister, ja. Wie viele? 10. Zwei. Du hast for real 10 Geschwister? Ja, for real 10. Mashallah. Wie viele Schwestern? 2. Und, wie kommst du mit denen so klar? Sehr gut. Sehr gut. Gibt es auch mal Momente, wo man euch gar nicht zuordnen kann? Ja, gar nicht. Wahrscheinlich. Schwierig. Ich sehe aus wie mein Vater, mein Bruder sieht aus wie meine Mutter und meine Schwester ist ein Mix aus beiden. Wir werden jetzt Folgendes machen. Normalerweise sagen wir zu Anfang die Aufgabe. Bei dir werden wir es jetzt nicht machen. Bei mir werden wir jetzt erstmal die Leute reinführen, okay? Und dann werde ich dir sagen, was du zu tun hast. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Oh, okay. Hi. Und jetzt wird deine Aufgabe sein, Geschwister zuzuordnen. Ich gebe dir aber auch schon mal einen Tipp. Es gibt zwei Personen in diesem Raum, die haben heute hier keine Geschwister. Das ist unglaublich. Davon sind welche Geschwister? Ja. Also ich darf gar keine Fragen stellen? Du darfst erstmal gar keine Fragen stellen. Ich begegne manchmal Leuten auf der Straße, die sagen, die sind mein Cousin. Dann kennst du es also. Die Schwierigkeiten. Ich kenne es, ja. Oh. Okay. Geschwister raten. Ich gebe dir mal 5 Minuten, Khaled. Also nur anhand des Äußeren. Ihr macht mich schwer. Also eins ist klar, Khaled, du kannst hier nur verlieren. Ich kann hier nur verlieren, ne? Okay. Also rein augentechnisch, ja? Ist mein Gefühl, die beiden sind verwandt. Okay, ja. Er hat keinen Bock auf ihn. Ich glaube, er ist doch nicht sein Bruder. Aber du passt irgendwie da ganz gut hin, weil die Nasen sehen sich so ähnlich. Hm. Ach nein, stopp. Nein, ihr beiden bitte. Also du und du bitte. Weißt du, ihr beiden habt so die gleiche Nase. Die beiden sind auch Geschwister. Okay, dann einfach bitte da vorstellen. Dankeschön. Ihr seid keine Geschwister. Obwohl die Haare sich voll ähnlich sehen, glaube ich zumindest. Aber du könntest dahin passen, zu ihm. Aber zwei Leute haben keine Geschwister. Heute nicht. Das heißt eigentlich, ich habe das Gefühl, ihr gehört zusammen. Warum auch immer. Stell dich mal bitte zu ihm. Interessant, warum? Schau ich mal an. Ich weiß nicht. Also ich sehe, ja, doch, die haben ein ähnliches Lächeln. Mhm. Okay. Okay. Ich glaube, dass du mit ihr verwandt bist. Und ihr seid ja nicht verwandt mit irgendjemandem hier. Der Kleine könnte auch zu denen gehören. Aber willst du umtauschen? 30 Tage wird zurückgerannt. Und ich glaube, du gehst auch irgendwo hin, aber ich habe keine Ahnung, wo, weil wir sind schon komplett. Möchtest du ihn alleine stehen? Nein, ich stelle ihn zu ihr. Aha. Weil die gehören zwar nicht zusammen, aber die sehen zusammen voll gut aus. Aber dann habe ich ja zwei Leute da alleine stehen sozusagen. Zusammen alleine stehen, mäßig. Okay, dann stellen wir sie ein bisschen auseinander. Ja, genau. Aber ich lasse es erstmal so. Also ihr beide. Okay, dann stehen genau. Ihr beide. Und die beiden stehen allein, die Jungs? Genau. Okay. Also ich bin so neugierig, ich belasse es jetzt einfach dabei. Okay. Und will wissen, wer mit wem verwandt ist. Jetzt kommt noch eine zweite Aufgabe hinzu, weil sonst eine Aufgabe wäre viel zu einfach. Wir stellen dir jetzt mal 5 Schüler rein. Okay, was glaubst du, was haben wir jetzt mit dir vor? Warum? Soll ich jetzt noch die Eltern finden? Ich weiß es nicht. Aber es gibt keine Eltern. Doch, gibt es. Wirklich? Ja. Yeah. Wie cool ist das denn? Wir führen jetzt die Eltern rein und du musst die Eltern zu den Kindern zuführen. Unglaublich! Und dann ordnest du bitte die Eltern zu den Kindern bzw. die Kinder zu den Eltern. Okay. Oh, super! Das ist unglaublich! Hi! Legendär! Legendär! Wie geil ist das denn? Nein, die sind voll jung! Wieso sind die Eltern alle so jung? Da stimmt irgendwas nicht. Was zur Hölle? Oh, wow. Oh mein Gott. Okay, es sind auf jeden Fall sehr viele junge Eltern. Es gibt hier ein Ehepaar. Es gibt hier ein Ehepaar. Dann deswegen würde ich dir raten, ordne vielleicht erstmal das Ehepaar zu. Boah, ist das schwierig. Ihr macht mich fertig. Also, er gehört zu einer Frau. Genau. Alles klar. Okay, ich würde sagen, du
Das ist nicht seine Frau, sonst würdet ihr die nicht ineinander setzen. Das ist so offensichtlich. Deshalb denke ich, dass ihr beiden... Also mein erstes Gefühl hat mir gesagt, ihr beide seid verheiratet. Und die haben jetzt natürlich auch ein Kind, oder? Ja, die haben... Mehr Kinder? Tja, das musst du jetzt herausfinden. Okay. Also, er ist schon mal der Vater von dem kleinen Mann. Ja, also, ihr beide mal bitte zu dem ersten Herrn. Mhm, genau. Willst du dich jetzt schon scheiden lassen von ihm? Doch, gerade erst. Okay, jetzt die Eltern zu den Kindern zu Ort. Ja. Okay, das ist definitiv dein Vater. Ich würde sie jetzt auf jeden Fall dahin stellen. Muss ich die Geschwister zusammen mitnehmen? Ja, du nimmst die Geschwister. Okay, dann muss ich sie leider auch mitnehmen, obwohl es jetzt nicht mehr passt. Hast du schon eine Entscheidung, was das Paar betreffen könnte, getroffen? Ja, die beiden. Okay, gut. Okay, ich glaube, er ist dein Sohn. Das kann schon gut sein. Ja, okay, jetzt glaube ich aber nicht mehr, dass er der Sohn ist. Aber ich glaube, dass er das ist. Ich muss das so hin. Es tut mir leid. Entweder ihr beide steht da richtig gut oder es ist auch ein falsches Gefühl, aber bleibt da mal stehen, weil ich habe das Gefühl, das ist richtig. Okay, dann denke ich mal, dass ihr keinen Elternteil dabei habt. Wer ist ihr? Also, die beiden? Die beiden. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall die Mutter. Ob er der Vater ist, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall die Mutter. Aber es ist eigentlich klar. Sonst würde er sich nicht so dahin sitzen. Check. So, wisst ihr was? Ihr beide gehört zu ihr und ihr beide gehört zu ihr. Und wenn es nicht so ist, dann ist es halt so. Okay. Ich glaube, das ist deine Mama. Kannst du mal zu ihr? Mhm. Nein, ich tausche, also das ist eure Mom. Sag ich jetzt einfach, oder? Nein. Ich bin verwirrt. Du hierhin. Du kannst ja einfach irgendjemanden aussuchen. Nein. Das ist deine Mom und ihr habt heute keine Eltern dabei. Okay. Yay. Ist nicht einfach. Die Eltern bitte stehen mal auf. Oh, das wird ganz schlimm jetzt. Okay, guck dir noch mal an, wie du zugeteilt hast, die Geschwisterpärchen. Jetzt bitte stellen sich die Geschwisterpaare zueinander. Oh, da wird viel gelaufen. Oh, Leute bewegen sich, okay. Oh, da ändert sich ganz viel da hinten. Jetzt, du kannst dich umdrehen. Unglaublich. Willst du gucken? Ja. Oh! Oh, okay. Ah, verdammt. Nicht euer Ernst. Ich habe alles falsch gemacht. Das finde ich voll interessant. Jetzt, wo ich das so anschaue, sieht das... Ja, das passt. Krass, ihr beiden seid verwandt. Unglaublich. Da habe ich richtig getippt, okay? Da habe ich richtig getippt. Und da habe ich leider komplett falsch getippt. Da hatte ich gar keine Ahnung. Okay. Oh, jetzt sehe ich's. Krass. Krass, okay. Interessant. Ich habe ja die zueinander zugeordnet und die zueinander zugeordnet. Aufgrund der Nasen und Augen. Aber da eigentlich sind die gleich. So. Okay. Was? Du hast eine richtig hübsche Mutter. Ich war richtig. Oh, wow, okay. Was? Hä? Hä? Warum habt ihr deine Eltern hier? I said it. Auch richtig gewesen. Ah. Ja, okay. Macht Sinn. Nein. Ihr seid richtig gemein. Und ich bin voll schlecht. Bei euch ist es ist richtig? Ja! Was geht da? Ich wusste es direkt. Richtig. Sehr gut. Also das hat schon besser funktioniert. Hammer. Okay, das ist jetzt interessant. Weil da haben wir einen hellen Typ Mama mit hellen Augen und einen dunkleren Typ Mädchen. Beide das gleiche Lächeln, dieselben Vorderzähne, man sieht es direkt. Aber jetzt, wo ihr zusammengehört, kann man natürlich viel sagen, ne? Das war eigentlich offensichtlich. Ja, hier hätte ich nach den Haaren gehen sollen. Ja. Offensichtlich. Ja. Ihr seht aus wie Geschwister, by the way. Ne? Ja. Hört ihr das oft? Ja, ja. Das hört ist ihr immer auch so. Oft, dass nicht deine Mama ist, so? Ja. Ja. Schon, oder? Auch. Wir immer. Gelten immer als Geschwister. Ja, wir verstehen uns ja auch ziemlich gut. Und weil ich so groß bin wie sie.
Ja. Ja, ist ja auch nicht schwer. Das sind deine echten Augen, du hast grüne Augen und du braune Augen. Ja. Woher kommt der Vater? Aus welchem Land? Wir kommen beide aus dem Irak. Also mein Mann und ich sind auch dort geboren und aufgewachsen. Ich habe sie ja relativ jung bekommen, im Studium. Wie alt warst du da? Also wie viele Jahre trennen euch? 25 war sie, als sie mich bekommen hat. Aber nicht super jung, ne? Nee, gar nicht. Wie alt bist du? 9,5. Wie ist es für dich so, also wenn Leute so fragen, ist es deine Schwester und Also manchmal ist es dann so eigentlich cool, wenn es so, aber... Eine coole Mutter hat, ne? Ja. Also für uns ist es schön. Mhm. Problematisch wird es dann, wenn es tatsächlich um die dunkle Haut der Maya geht. Da müssen, also über Rassismus reden wir sehr, sehr oft. Maya ist sich dessen auch ziemlich bewusst. Aber was ich dann sehr bewusst mache, ist, dass ich, ja, die Maya ist eine orientalische Schönheit. Und das dann immer ganz laut betone, bevor sie... bevor irgendwas Blödes geäußert wird, weil das bekommen wir dann zu hören. Bei euch beiden könnte man es sogar vermuten, ein bisschen wegen den Augen vermuten, aber du hast deine Augenbrauen blond gefärbt, deshalb war das ein bisschen schwierig. Das Nasenpiercing könnte es verraten und die Locken. Eigentlich hätte ich drauf kommen müssen. Wir waren auch schon mal lesbisch auf jeden Fall. Lesbisches Pärchen wird manchmal getrennt. Ach echt? Ist Papa deutsch oder hat der... Beide sind deutsch. Also, Migrationshintergrund? Nein? Also vom Großvater aus Südafrika. Südafrika, okay. Vor allem, also wir können uns ja auch nicht identifizieren äußerlich mit unserer Mutter und sie hat macht ganz andere Erfahrungen als wir. Also eure Mutter ist richtig so blond deutsch. Also könnte auch das eure Mutter sein, sozusagen. Krass. Also wir mussten sie jetzt auch erstmal ein bisschen über Rassismus, über Alltagsrassismus aufklären und mal sagen, Mama, hier, bild dich da mal weiter, weil du hast ganz, ganz andere Hintergründe. Ganz andere Erfahrungen auch wahrscheinlich damit. Sie macht andere Erfahrungen oder sagt, oder wiegelt dann vielleicht auch mal Erfahrungen, die wir machen, ab, wenn wir es erzählen, weil sie nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll. Weil sie das nicht erzählen kann, so wie ihr. Genau, also kann so Erfahrungen dann halt auch nicht irgendwie auffangen, die man macht. Also da bin ich immer froh, dass wir beide uns haben, weil ich glaube, alleine wäre das total blöd gewesen. Absolut. Jetzt, wo du es sagst, krass. Das ist halt auch, das macht einen krassen Unterschied, ob man so im gemeinsamen Kontext irgendwie Rassismuserfahrungen macht oder dann alleine steht und die anderen einen das nicht nachvollziehen können, warum das jetzt gerade blöd war. Ja. Okay, die erste Frage. Was ist hier passiert? Was ist bei ihr passiert? Ganz immer meine. Wir haben geheiratet, als meine Tochter ein Jahr alt war. Das ist die Maila, sie ist nicht meine leibliche Tochter. Okay. Aber in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwo betitel ich sie als meine Tochter. Ja. Du hast sie auch großgezogen. Ich habe sie auch mit großgezogen. Also für mich ergibt sich gar nicht diese Frage. Hast du da auch schon mal so Konflikte gehabt? Musstest du dich auch schon mal so rechtfertigen? Oder hast du mal gesagt, ey, halt die Fresse, was geht Das hat sich zum Glück immer erübrigt. In den Momenten, wenn sie Papa sagt, dann... Ist den Leuten bewusst, dass dann sie... Ist, ja, der Polizei vor allem bewusst, sie ist nicht entführt oder so. Ja, leider ist das so, ja. Kannst du meinen Schuhen machen? Oh wow. Also wir haben schon, wenn sie alleine jetzt in Frankfurt ist mit ihm, dann gebe ich schon den Kinderpass auch mit, weil ich dann schon Angst haben muss, dass die Polizei mich anruft, dass er die irgendwie sich geschnappt hat oder so. Also so ist es leider schon. Woher stammst du? Halb somalisch, halb jemenitisch. Und du? Ganz deutsch. Ich kenne niemanden aus meiner Familie, der nicht deutsch ist, außer mein Sohn jetzt. Die Kopfbedeckung. Ja, ich bin mit 14 konvertiert zum Islam, genau. Also er hat damit nichts zu tun. Ja, ja, ey, das ist auch... Und niemand gezwungen. Ja, ich bin freiwillig. Also. Und er hatte auch schon 10 Jahre, bevor wir geheiratet haben, deutschen Pass. Das wollte ich jetzt auch sagen, dass ganz Deutschland das weiß. Ja, ja, um die Kinder, wir führen aber schon mit unseren, schon auch mit meiner weißen, super deutschen Tochter Rassismusgespräche. Ja. Weil sie das ja auch mitkriegt durch uns oder so. Oder wenn ich im Lidl bin und... Die sagen dann, wissen Sie, wo das und das ist? Dann sagt sie immer so, warum redet sie mit dir so? Dann sage ich, ja, das ist leider so. Das ist für sie total komisch, weil sie davon gar nicht betroffen ist. Erst wenn wir mit ins Bild rücken, dann kriegt sie das auch mit, dass das alles nicht so normal ist, wie wir das vielleicht so finden. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Aber war der Asiate und ich halt der... Nicht-Asiate. Nicht zuordnenbar so. Ja. Weißt du? Der Türke. Ja, jetzt in Berlin bin ich der Türke. Kommt immer drauf an, wo ich wohne. Wurde schon mal als Türke? Ja. Cool. Und der Vater stammt aus... Philippinen. Ich hätte jetzt Kambodscha geraten. Aber erkennen die Leute, dass ihr Geschwister seid? Sehr, sehr selten. Fast noch nie. Ich weiß es jetzt und ich würde es immer noch nicht sagen. Aber irgendwas ist da.
Die meisten sind dann auch eigentlich relativ überrascht. Also das ist so die erste Reaktion, die dann kommt. Man chillt halt irgendwo so, ne? Und dann, ja, mein Bruder, ist okay, wenn mein Bruder kommt? Ja, okay. Dann steht halt jemand vor der Tür und dann so, ja, da steht jemand vor der Tür. Das ist mein Bruder, lass ihn doch mal rein. So halt, aber sonst. Aber ich glaube, man hat sich angewöhnt, das proaktiv kundzutun, damit es erst gar nicht zu Fragen kommt. Ne? Also wenn ich irgendwo hinkomme, dann sage ich gleich, das sind meine Söhne. Dann weiß man gleich, Zuordnung ist klar. Was ich schlimm fand, ist, mir war nicht bewusst, dass meine Kinder unter Anfeindungen leiden. Und das hat mich wirklich stark berührt, als ich das die ersten Male selber so gehört habe von ihnen. Aber ich hätte nie gedacht, mir war es nicht bewusst, dass meine Kinder so offensichtlich anders aussehen, dass sie dadurch eingegrenzt werden oder, naja, anders behandelt werden. Ist halt voll schwer, weil du sagst halt als Sohn so zum Beispiel, ja, man leidet darunter und dann glaubt sie es nicht. Dann denkt sie, ja, du übertreibst zum Beispiel so. Jeder hat seine Probleme, dass es dann reduziert wird, zum Beispiel auf die Hautfarbe. Checkst du halt als weiße Person erst, wenn du es gesehen hast, so, weißt du? Und nicht, wenn du jedes Mal quasi schon die Kissen ausgelegt hast, indem du sagst, das ist mein Sohn, so, ja. Weißt du? So. Für dich war es ja auch immer so unverständlich, als ich gesagt habe, ja, alle sehen mich als den Asiaten. Ja. Egal in welcher Gruppe ich mich befunden habe, ich war immer der Asiate, so. Wenn du als Mutter auch nie Gedanken darüber gemacht hast, dass das Schwierigkeiten, also auch seelische Schwierigkeiten bringen könnte. Weil ich weiß ja auch, dass wenn sie auf den Philippinen wären, auch die Mestizos wären. Hm. Sind die drüben geboren? Ja, sind beide drüben geboren. Hm? Ich glaube, richtig spannend wirst, wenn die Schwester noch dazu kommt. Oh, ihr habt noch eine Schwester. Weil die sieht dann eigentlich eher so aus wie ich. Dann wird's richtig spannend. Denken Sie dann eher so, dass es eine Freundin von euch ist oder so? Eure Freundin? Ich habe das immer eure mit ihr. Eure Girlfriend? Ich habe das immer mit ihr, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Ja, ist wahrscheinlich. Wir werden immer als Pärchen abgestempelt. Ja, irgendwie mittlerweile lachen wir oft drüber, aber manchmal ist es schon auch ein bisschen. Ah, schon ein bisschen unangenehm. Ne? Das Thema ist ja so auch ein bisschen Rassismus und gerade Rassismus auf den ersten Blick so, also das Optische nur. Und ich und meine Mutter haben da auch ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Und zwar für sie ist es halt gar nicht so. Sie sieht mich auch nicht als Asiaten. Weil sie halt auch erstens das und zweitens, weil sie auch diese feinen Nuancen der einzelnen asiatischen Länder und sowas deutlich auseinanderhalten kann, als ein Europäer das kann. Für mich ist er eindeutig Mischlingskind mit einem leichten asiatischen Touch. Mhm. In Asien würde er niemals als Asiate durchgehen. In Deutschland kein Deutscher, in Asien kein Asiate. Ja, ich kenne das. Irgendwas in der Mitte. Schon scheiße manchmal. Aber auch irgendwie cool, weil wir gehören einfach zu uns selber. So, genau. So irgendwie überall. Wir haben was Neues gemacht. Also typisch, so die Mutter stellt sich direkt davor so, weißt du, und fängt das quasi ab, indem sie einfach sagt, das sind meine Kinder und du sprichst jetzt quasi mit mir vor ihnen über sie. Und dann wurde, die wenigsten Leute trauen sich dann noch irgendwas zu sagen. Ich lasse es halt auch nicht zu, ne? Ja, aber das ist halt auch der Punkt, warum sie dann, wenn sie nicht dabei ist, gewisse Dinge nie mitbekommen hat. Und dann überrascht ist, wenn... Ja, oder es halt einfach gar nicht, ich will nicht sagen, nicht geglaubt hat, aber es ist... Ja, sich das einfach nicht vorstellen kann. Ja. Hab ich auch richtig zugeordnet. Das finde ich, das sieht man schon. Echt? Doch, das sieht man. Also die Haarfarbe ist natürlich nicht ganz gleich. Aber vom Gesicht her sieht man das. Ihr seht zwar nicht auf den ersten Blick aus, als würdet ihr zusammengehören, weil du bist ein hellerer Typ, zumindest auf den ersten Blick. Deine Haare könnten natürlich auch gefärbt sein. Aber eigentlich, eure Augen sehen sich sehr ähnlich und auch wie eure Wimpern geschwungen sind. Also ich glaube nicht, dass ihr jetzt... Habt ihr in der Öffentlichkeit schon so Reaktionen, dass sie sagen, ihr gehört nicht zusammen oder so? Ja, die sind schon oft manchmal geschockt, so, aber eher positiv. Okay. So, ah, krass, ist deine Mutter heftig. Okay, ich hätte es auch ehrlich gesagt im ersten Blick nicht gedacht. Das einzige Kind? Ja. Ja? Der Vater stammt woher? Aus der Meda. Sie auch? Ja. Iran? Ja. Krass. Bei ihr hätte ich jetzt vielleicht wieder irgendwas osteuropäisch. Aber wegen den hellen Haaren bestimmt. Haar, ja. Die kommen nicht immer direkt drauf. Manche, so wie du, sagen doch noch, man sieht's, aber die Mehrheit ist eigentlich so, was? Das ist deine Mutter? Mhm. Hammer. Ja. Danke euch vielmals. Gerne. Ja. Okay. Bei dem kleinen Jungen und dem Mädchen mit den blonden Haaren, den blauen Augen, da war so komplett bei mir Ciao. Ich dachte mir so, nein, da will mich jetzt jemand verarschen. Das hat mir einfach gezeigt, so, du musst nicht aussehen wie dein Geschwisterkind oder wie deine Eltern. Ihr seid einfach eine Familie, wenn ihr eine Familie seid. Und es ist komplett egal, wie ihr ausseht. Das war schon traurig, so, dass sie dann sehen muss, was ihre Kinder oder ihre Söhne dann durchmachen. Also für eine Mutter zu sehen, ey, meine Söhne werden die ganze Zeit diskriminiert, obwohl die doch eigentlich
von hier sind. Selbst wenn die nicht von hier wären, sollten die nicht diskriminiert werden. Ich sag halt immer, so Deutschland ist bunt, aber wenn es dann drauf ankommt, dann habe ich selber nicht gesehen, wie bunt Deutschland wirklich sein kann. So sind Menschen nun mal. Menschen werden sich wundern, wenn sie etwas nicht verstehen und werden fragen. Die Sache ist nur, wie man fragt. Also es ist ja okay, neugierig zu sein, aber man sollte nicht respektlos dem anderen gegenüber sein. Ich bin Yeboah, 24 Jahre alt, YouTuber, bin bei Funk und mein YouTube-Kanal heißt Yeboahs Vlogs.